Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache gerade ein bisschen Beauty-Routine. Ich war gerade duschen, davor habe ich mein Gesicht gepeelt und gereinigt. Jetzt gerade mit Schaum, mit The Double Bubble von Yapoda, wie immer. Habe ich meine Haare gewaschen, ich habe jetzt gerade meine Augenbrauen gefärbt. Die sind jetzt schon eigentlich ganz gut trocken, kann ich gleich abmachen. Und dadurch, dass ich jetzt natürlich gerade mein Gesicht richtig gereinigt habe, ist es zwar super weich, aber auf jeden Fall auch super trocken. Deswegen, ich brauche Feuchtigkeit. Und natürlich benutze ich da, wie immer, meine Lieblinge von Yapoda. Das sind so meine Go-Tos, die ich jeden Morgen benutze. Wir haben übrigens früh am Morgen, ich habe hier nur gerade den Rollatten runtergemacht, denn Leute, wenn ich es oben lasse, dann bin ich plötzlich durchsichtig. Es funktioniert nicht. Es ist so schön der Sonnenschein. Ich werde es gleich wieder hochmachen. Ich habe hier auch schon von Yapoda mein Mist Have ist wieder aufgebraucht. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup. Ganz große Liebe. Ohne das Produkt kann ich nicht mehr. Ohne Mist, Leute. Wenn ich mein Gesicht morgens fertig mache, also reinige, ob ich jetzt mal ein Peeling benutze oder mal eine Gesichtsmaske oder einfach nur so mein Gesicht wasche. Ich muss echt sagen, danach ist meine Haut immer super, super trocken, weil einfach Wasser entzieht ja richtig diese Feuchtigkeit. Deswegen ganz große Liebe, The Mist Have muss immer auf mein Gesicht. Jeden Morgen, jeden Abend und im Sommer oder ja, nicht nur im Sommer, auch im Winter. Ich benutze es manchmal einfach so zwischendurch als Fresh-Up, wenn ich merke so, okay, die Heizungsluft entzieht mir wirklich viel, 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 viel Feuchtigkeit. Deswegen ganz große Liebe. Yapoda hat momentan auch einen absolut mega genialen Wintersale. Und zwar vom 20. bis zum 28.01. bekommt ihr ganze 30%, ihr Lieben, 30. Und zwar nicht nur auf ausgewählte Sachen, sondern wirklich auf komplett alles. Ob Sets sind, ob es Einzelprodukte sind, das ist so, so, so genial. Ihr wisst, ich schwärme von Yapoda seit so, so, so langer Zeit. Also für mich ein absoluter Gamechanger. Ich habe hier momentan so ein paar Ausbrüche. Das ist für mich tatsächlich ganz außergewöhnlich. Das Ding ist aber für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich nehme aktuell wieder Hormone zu mir und meine Haut oder meinen Körper muss ich da jetzt erstmal wieder reinfinden und regulieren. Aber ich muss echt sagen, es hält sich noch in Grenzen. Es sind so ein, zwei kleine Unreinheiten, aber ansonsten Gott sei Dank, alles in Ordnung. Ich versuche wirklich ganz regelmäßig morgens und abends meine Routine zu machen, dass ich meine Haut wirklich zumindest mit viel, viel, viel Feuchtigkeit versorgen kann und ich nicht zu sehr ausbreche. Also ich hoffe, dass mein Körper da bald in Gleichgewicht wiederkommt. Also ihr Lieben, schaut sehr gerne bei Yapoda vorbei, nutzt die 30% auf alles. Ihr werdet's lieben. Yapoda ist übrigens eine koreanische Marke, also Made in Korea. Ist so, so nice. Da stecken so viele tolle Inhaltsstoffe drin. Yapoda ist komplett vegan, tierversuchsfrei, natürliche Inhaltsstoffe. Ganz, ganz, ganz hochwertig, alles, was da drin steckt. Auch die Außenverpackung ist mega. Es ist alles komplett aus Glas. Ob es die Flaschen sind, ob es Tiegel sind, das ist völlig egal. Alles ist komplett aus Glas hergestellt, also auch sehr, 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 sehr nachhaltig. Und was Yapoda auch anbietet, was ich super mega genial finde, ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt die Sachen in Ruhe testen und schauen, ob sie für euch funktionieren. Und wenn nicht, dann könnt ihr sie wieder zurücksenden. Ich finde das so, so nice. Also Yapoda steht so zu 100% hinter den Produkten. Die sind einfach der Shit. Die sind so, 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 so gut. Deswegen, ihr werdet sie lieben. Für mich waren sie definitiv ein Game-Changer. Ich weiß noch genau am Anfang, wo ich die angefangen habe zu benutzen. Ich habe selber immer gesagt, ey, das ist so krass, was ein Effekt das einfach hat. Ich wurde wirklich so oft angesprochen, Amanda, was hast du für ein Glow, was hast du benutzt für ein Produkt? Am Anfang dachten viele immer, dass ich mir Highlighter, das ist ein Face Highlighter, also das gibt ja Face Highlighter, die man fürs ganze Gesicht benutzt, dass man immer so ein Glow hat. Oh, ich liebe das. Das ist so, 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 so nice. Wenn The Mist Have eingezogen ist, benutze ich immer hier mein Lieblingsserum. Also die anderen Serien sind auch mega, richtig, richtig nice. Das eine, da kriegt man sogar noch mehr Glow, The Glow Hero. Aber ich liebe The Repair Hero. Ich weiß nicht, ich bin da total drauf hängen geblieben. Und ihr seht schon, es ist auch schon fast wieder leer. Ich sag's euch, diese Produkte, ich liebe sie. Ich benutze sie jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend, zwischendurch auch. Hier reicht's wirklich so ein Pumper, also beziehungsweise eine Pipette. Es kommt immer drauf an, ich mache manchmal nur das Gesicht. Manchmal mache ich aber auch, und meistens ist es so, Hals und Dekolleté mit. Es kommt drauf an, manchmal im Winter, wenn ich jetzt dick angezogen bin und irgendwie ein Rolli anhab, dann mache ich auch manchmal nur das Gesicht. Und ja, aber das sorgt auch nochmal richtig, richtig schön für Feuchtigkeit. Das macht die Haut Babypopo weich, das liebe ich am allermeisten, diesen Effekt. Und dass die Haut nicht mehr so spannt, gerade wenn man so eine Gesichtsreinigung hinter sich hat, ist die Haut ja oftmals angespannt und so ist es. Und es ist so krass, ich habe
das Gefühl, dass viele Serien, die ich in der Vergangenheit benutzt habe, dass ich da irgendwie gefühlt 5 Minuten rumwischen muss und einarbeiten muss, bis es dann endlich mal drin ist. Deswegen habe ich in der Vergangenheit Serien gar nicht so sehr in meine Routine eingebaut, sondern sie eher so als Special mal benutzt, weil es mir einfach ein zu großer Aufwand war für den Alltag sozusagen. Dieses Serum, ich verteile das und im gleichen Moment ist es schon eingezogen. Es ist jetzt schon komplett eingezogen. Es fühlt sich weich an, gleichzeitig aber auch prall. Man sieht auch jetzt schon den Glow. Man sieht einfach so fresh und gesund aus. Und deswegen, ich liebe den Effekt und ich liebe es, dass es schnell und einfach geht und man da nicht irgendwie 5 Minuten rummachen muss, bis es eingezogen ist. Deswegen ganz große Liebe. Aber ein Serum darf nie der Abschluss sein. Abschluss muss immer die Tagescreme sein. Ganz, ganz wichtig. Also die Make My Day Tagescreme. Ganz, ganz, ganz große Liebe. Auch die macht ein super weiches, ebenmäßiges Hautbild. Hier steckt super viel Feuchtigkeit drin, was super, super wichtig ist. Egal. Rund ums Jahr. Im Sommer auf jeden Fall, aber im Winter auch darf man die Skincare-Routine nicht vernachlässigen. Ich habe das Gefühl, dass im Winter viele das vernachlässigen, aber gerade da mit der kalten Luft draußen, Leute, wisst ihr, wie krass es für die Haut ist, diese eiskalte Luft draußen zu ertragen und dann auch drinnen die warme Heizungsluft, also dieses Hin und Her fürs Gesicht, das ist echt krass. Deswegen ganz, ganz wichtig, eine schöne Skincare-Routine zu machen und zwar rund ums Jahr. Ganz, ganz große Liebe, ihr wisst es, ich erzähle es euch seit so, 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 so langer Zeit und ihr seht es ja auch. Also mein Hautbild hat sich einfach so, so, so verbessert und verändert. Deswegen, ihr Lieben, schaut selber bei Yapoda vorbei. Ich setze euch alles in die Infobox, schaut da sehr, sehr gerne vorbei. Nutzt die 30% noch bis zum 28.01. wie gesagt, auf komplett alles. Richtig, richtig nice. Deswegen, also, alles ist in der Infobox. Viel, viel Spaß beim Shoppen. Für euch geht es jetzt mit dem Blog weiter. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben Donnerstag, wollte ich gerade sagen. Nee, wir haben erst Dienstag. Hab die Jungs gerade in den Kindergarten gebracht. Wir haben 8:32 Uhr, um genau zu sein. Und ich fahre jetzt aber direkt wieder ab nach Hause. Weil wir brauchen gerade nichts zum Einkaufen und ich habe noch Aufbackbrötchen da und ja, muss langen. Ja, ich mache heute an meiner To-Do-Liste weiter. Ich habe gestern, weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe, gestern war es so, dass die Lara ganz komisch drauf gewesen ist. Also sie ist ja gerade auch wieder in dem nächsten Sprung, soweit ich weiß. Ich muss noch mal in die App reingucken. Am Vormittag hatte sie geschlafen, war auch alles in Ordnung gewesen. Und dann am Nachmittag war es so, dass sie war wach und alles war in Ordnung, hat auch ja, gespielt, geguckt und so weiter und so fort, war alles in Ordnung gewesen. Und dann, als sie wieder müde wurde, konnte und konnte sie nicht einschlafen. Und das ging bis, ich glaube, 9 Uhr abends so. Also wirklich die ganze Zeit ist sie immer mal wieder, hatte sie so Powernaps gemacht, aber auch nur auf dem Arm. Also, sobald ich sie, also sie ist dann im Arm eingeschlafen bei meinem Mann oder bei mir und hat dann da irgendwie, was weiß ich, 10 Minuten geschlafen und ist dann von alleine wieder aufgewacht oder ist aufgewacht, weil wir sie hingelegt haben, weil wir dann denken so, wenn sie dann, was heißt, weil wir denken, sondern es ist so, dass wenn sie bei jemandem auf dem Arm einschläft und man sie dann auf den Bauch legt und sie dann halt eben dann erst richtig in diesen Tiefschlaf kommt. Das hat nicht funktioniert gestern. Absolut gar nicht. Sie ist immer wieder wach geworden, war dann logischerweise quengelig, weil sie ihren Schlaf nicht hatte. Und ja, hat immer wieder dann in den Wachphasen gemeckert, geweint, weil sie einfach super übermüdet gewesen ist. Das war der Grund. Und weswegen sie nicht richtig eingeschlafen ist, keine Ahnung. Aber das war echt crazy gestern. Deswegen bin ich auch gar nicht richtig am Handy gewesen. Beziehungsweise ich war schon am Handy und am Laptop, weil ich Verschiedenes gemacht habe, weil das ist, was ich machen konnte, während sie bei mir zum Beispiel auf dem Arm geschlafen hat oder so, dann oder sie saß auf dem Hochstuhl neben mir dann immer mal so ein paar Minuten. Dann konnte ich nicht großartig irgendwas von meiner To-Do-Liste abarbeiten, sondern habe dann Sachen, also ich habe schon Sachen von der To-Do-Liste abgearbeitet, aber alles, was so am PC gewesen ist. Unter anderem habe ich zum Beispiel gestern die IKEA-Bestellung losgeschickt für die neuen Schränke für Lias und Samu. Also es ist jetzt fix
Und zwar haben wir uns für 2 Pax-Schränke entschieden. Also im Prinzip die Schränke, die wir jetzt auch schon haben. Nur nicht mit Türen, sondern also als offenes System. Da kommen dann nur so Regalböden rein, also nur so Bretter. Um da dann Spielzeug reinzumachen. Genau. Also, und es sind auch nicht die niedrigen Schränke, wie heißt es? Die Tiefe ist nicht die niedrige Tiefe, sondern diese richtige, ich glaube 58 cm ist die Tiefe. Und die Höhe sind diese ganz hohen Schränke, 2,36. Deswegen habe ich es auch liefern lassen. Ich habe gar keine Lust, mir die Action zu geben, das hier irgendwie ins Auto reinzukriegen. Genau, davon habe ich jetzt 2,75er bestellt, weil wir haben genau 150 cm Platz. Mein Mann hatte damals ja auch 300er Schränke und 1,50er. Und wir haben ja jetzt gerade 200er Schränke, das heißt, wir haben noch 150 cm Platz. Ich hatte überlegt, einen 100er und einen 50er zu bestellen. Dann dachte ich mir so, nee, bei den 50ern passt auch nicht so wirklich hundertprozentig was rein. Lieber 2,75er, dann hat man ein bisschen mehr Platz für diese ganzen Zentralen, die auf dem Boden stehen. Katastrophe. Genau, die Bestellung habe ich fertig gemacht und ich habe gestern noch bei C&A reingeschaut, weil wir haben zu wenig Pullis für den Samo. Genau, also das ist wirklich, der hat irgendwie seine, was weiß ich, 3 Pullis oder sowas noch, die er anzieht. Er hat noch mehr, aber da sind ganz viele, ich glaube, es sind allein 3 Pullis, die wir aussortieren mussten, weil Spider-Man drauf ist und der Samo hasst Spinnen. Er kommt gar nicht drauf klar. In der Natur ist es in Ordnung, aber in Serien, Filmen, wenn da eine Spinne oder ein Krebs auftaucht, dann sagt er, Krebs, Spinne, wegmachen, will nicht gucken und so weiter. Also der kommt damit nicht klar, warum auch immer, wir wissen es nicht so ganz genau. Weil in der Natur, wenn da mal eine Spinne ist, dann rennt er nicht weg und schreit oder sowas, sondern dann ist die da und dann ist die halt da, interessiert ihn nicht. Er ist jetzt aber auch nicht, dass er da hingeht und die anfasst oder sowas. Also ja, auf jeden Fall will er die ganzen Sachen von Spider-Man nicht anziehen, weil da sind ja immer diese Spinnen abgebildet. Aber noch nicht mal eine richtige Spinne, sondern einfach nur so, naja, egal, auf jeden Fall. Lange Rede, kurzer Sinn. Er zieht diese ganzen Spider-Man-Sachen nicht an. Und deswegen mussten wir jetzt wirklich welche noch bestellen, weil das funktioniert nicht, dass ich irgendwie gefühlt am Dauerwaschen bin und das Kind irgendwie nur seine 3, 4 Pullis da ständig anzieht. In der Zeit, wo es jetzt auch immer mal ein bisschen wärmer war, oder was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel, also wenn es wärmer war, haben wir eben diese ganz normalen, diese Long-T-Shirts, sage ich immer, diese Long-Shirts angezogen, die halt aber so dünn sind wie ein T-Shirt. Das hält halt nicht warm. Und dann habe ich immer eine Strickjacke drüber angezogen. Das habe ich jetzt 2, 3 Mal probiert, aber jedes Mal, wenn ich ihn aus dem Kindergarten abgeholt habe, war diese Strickjacke in seinem Rucksack drin gewesen. Und ich weiß nicht, wie viele Stunden er dann wirklich nur mit diesem Long-Shirt rumgelaufen ist. Vor allen Dingen dann auch draußen. Okay, die haben sehr dicke Winterjacke, Schalmütze, Handschuhe und so, alles sehr, 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 sehr dick. Trotzdem muss man darunter nicht nur ein Longshirt anhaben, sondern eigentlich einen richtigen Pulli. Und das ist irgendwie Flop beim Samo, deswegen, bei Milias kann ich das machen, der lässt seine Jacke dann auch an. Aber der Samo nicht, der zieht es aus, deswegen, es macht gar keinen Sinn. Und wir haben halt übertrieben viele von diesen Longshirts, keine Ahnung warum, aber wirklich richtig, richtig viele, auch beim Milias. Die sind halt praktisch für die Übergangszeit. Ja, okay. Aber ansonsten, ich habe auf jeden Fall gestern dann mal bei H&M geguckt. Da bin ich nicht so wirklich fündig geworden. Da habe ich bei C&A jetzt gestern, ein Set war sogar im Sale gewesen, das andere jetzt nicht. Das ist nicht so schlimm, das ist ein super schöner Pulli. Ich habe jetzt 3 Pullis erstmal bestellt und guck mal, wie wir damit zurechtkommen. Genau, und habe noch ein paar Sachen für Lara gefunden und die auch noch bestellt. Genau. Zeige ich euch dann, wenn die ankommen. Genau, und da saß ich tatsächlich eine ganze Zeit lang. Es hört sich jetzt so wenig an, aber bis ich diese ganzen Klamotten rausgesucht habe, diesen ganzen Sale einmal durchgegangen bin, einfach mal zu gucken, ob sich irgendwas rentiert, auch bei Lias für die nächste Größe und so weiter und so fort. Da war ich echt eine Zeit lang beschäftigt, vor allen Dingen, weil Lara zwischendurch immer wieder gemeckert hat und ich dann mit ihr ein bisschen rumgelaufen bin, rumgeschaukelt habe und so und dann mich wieder rangesetzt habe.
Genau. Und dann habe ich die komplette Anmeldung für die Nachmittagsbetreuung für Lias gestern ausgefüllt. Genau, weil ich hatte das schon mal gemacht und mir ist dann aufgefallen, dass es die alten Papiere, also die alten Dokumente gewesen sind. Es gibt mittlerweile neue Zeiten, neue Preise vor allen Dingen. Und ich habe das gestern dann alles komplett ausgefüllt, weil morgen ist mein Mann in Frankfurt im Büro, weil er muss sich eine Unterschrift abholen von seiner Chefin mit Firmenstempel, dass er dort Vollzeit arbeitet und wie er arbeitet, weil man kriegt so eine Nachmittagsbetreuung nur, wenn man vollzeitig berufstätig ist. Wenn man eine Teilzeitbeschäftigung hat und ist zum Beispiel um 12 Uhr zu Hause und möchte sein Kind zum Beispiel bis um 2, 3, 4 Uhr anmelden, dann kriegt man diesen Platz nicht. Wenn man zu Hause ist als Elternteil, dann ist man verpflichtet, für sein Kind selbst zu sorgen. So ist es zumindest hier bei uns. Ich weiß nicht, wie es in anderen Orten, Ortschaften ist. Und deswegen muss man den Nachweis erbringen, dass beide Elternteile Vollzeit berufstätig sind. Sonst hat man keinen Anspruch auf diesen Platz. Ja, finde ich auch vollkommen gerecht so, weil es gibt so viele berufstätige Eltern, die keinen Kita-Platz, Krippenplatz, Hortplatz bekommen, weil die Plätze besetzt sind von Kindern, wo vielleicht zum Beispiel nur der Vater arbeitet und die Mutter den ganzen Tag zu Hause rumsitzt. Nein, das ist ungerecht. Deswegen finde ich die Regelung hier richtig und ich finde, es sollte überall so sein. Ich weiß noch nicht mal, ob es überall so ist, aber ja, finde ich sehr, sehr nice. Auf jeden Fall sind wir jetzt gerade dabei. Meine Bestätigung vom Finanzamt, also ich muss vom Steuerberater oder vom Finanzamt einen Nachweis erbringen, dass ich selbstständig bin. Und das hat mir das Finanzamt schon vor ein paar Tagen, habe ich das mir zuschicken lassen. Das habe ich schon reingelegt und jetzt ist alles beisammen. Jetzt fehlt nur noch die Bestätigung von der Arbeit von meinem Mann und dann kann ich übermorgen alles abgeben. Genau. Ja, dann ist es auch endlich mal erledigt, weil das ist ein Papierhaufen, Leute, sage ich euch. Die wollen da alles Mögliche wissen. Alles Mögliche. Also wirklich. Ja. Und dann haben wir ja jetzt auch nächste oder übernächste Woche den Termin beim Amts. Arzt für die Einschulung. Also er wird körperlich getestet, ob er ja, dazu in der Lage ist, zur Schule zu gehen, ob er eingeschult werden kann. Was da alles gemacht wird, ich habe keinen blassen Schimmer, aber das ist einer der wichtigsten Termine. Die haben auch zu uns gesagt, kommt auf gar keinen Fall zu spät, lasst ihn auf gar keinen Fall sausen. Es ist super schwierig, einen Termin dazu bekommen. Und ohne die Bestätigung dieses Amtsarztes und dass da alles in Ordnung ist, darf das Kind nicht eingeschult werden. Also das ist ein Muss. Eine verpflichtende, also es ist verpflichtend. Genau, das steht jetzt dann auch nächste Woche, glaube ich, an. Genau. Aber wir bringen erstmal diese Woche rum. Aber das ist so das, was für die Schulsachen jetzt die nächste Zeit ansteht. Die Woche habe ich erstmal einen Impftermin mit Lara am Freitag. Genau, da wird die Arme das erste Mal gepiekst. Und irgendwie ein paar Wochen später ist dann die nächste U-Untersuchung, die U4, dann dran. Genau. So, da der. Das ist das aktuelle Update. Achso, währenddessen ich das gestern alles so gemacht habe, hat mein Mann mit Lias zusammen diese Zentrale aufgebaut, die er sich ja gewünscht hat, dieses Riesending. Was heißt Riesending? Ist es jetzt nicht, aber es hatte auch viele Einzelteile und das haben die gestern zusammengebaut und auch fertig bekommen. Genau, und ich habe gestern mal die ganzen Sachen noch weggeräumt, also auf unserer Kommode, die unter dem Treppenhaus steht und auch unter dem Fernseher. Da war ja alles noch voller Ninjago-Zeug vom Geburtstag und teilweise Geschenke und was weiß ich was. Ich habe alles weggeräumt und meine Deko wieder hingestellt. Also der Wohn-Essbereich sieht wieder anständig aus. Genau, das habe ich zwischendurch auch noch gemacht, wo sie so ein bisschen ruhiger war. Genau, weil da bin ich extrem oft die Treppen hoch und runter, hoch und alles hochgebracht und die ganzen Vasen und sowas runtergetragen. Genau, und ja, das habe ich noch gemacht. Und Lara ihren Schrank aussortiert, das habe ich ja auch gemacht. Bei den Jungs bin ich nicht dazu gekommen, aus besagtem Grund, weil Lara da nicht mitgemacht hat. Auch die Wunderwiege hat nicht geholfen, es hat gar nichts geholfen. Sie wollte nur auf dem Arm sein und ist dann da auf dem Arm immer eingeschlafen. Und dann gab es auch kein Weglegen und auf dem Arm hat sie aber auch nicht eine Stunde oder so geschlafen, sondern wirklich so 10 Minuten, dann war sie wieder wach. Ganz komisch. Ich hoffe, heute wird ein anderer Tag, dass ich ein bisschen mehr erledigt bekomme.
Aber es ist schon einiges erledigt auf jeden Fall. Die IKEA-Lieferung kommt übrigens am Freitag zwischen 14 und 21 Uhr. Richtig nice. Dann können wir nämlich übers Wochenende das Kinderzimmer von den Jungs mal fertig machen, dass da wirklich dann das Stauraum da ist und dass da nicht alles auf dem Boden rumliegt und, dass das Zimmer endlich mal fertig gemacht wird. Was ich ja auch bei denen machen möchte, den Fernseher abmontieren und dann die Wand irgendwie gestalten. Keine Ahnung, ob wir da die Landkarte vielleicht hinhängen oder ich weiß es noch nicht, was wir da genau machen. Und ich hatte auch überlegt, da könnte theoretisch ein Schreibtisch hin, aber das würde dann zu eng sein. Deswegen, nee, also die Schreibtischsituation, da haben mein Mann und ich schon nochmal drüber gesprochen, haben uns wirklich dafür entschieden, dass Lias oben bei ihm im Büro, also am Arbeitsplatz dann ist. Genau, weil er kann da ja alles wegräumen. Er arbeitet ja mit einem Laptop und mit zwei Bildschirmen, aber die Bildschirme, die sind ja direkt an der Wand, die können da auch stehen. Und dann hat er da genug Platz und wir machen den Container komplett leer, da kann er Schulsachen hinmachen und falls es nicht reichen sollte, haben wir oben noch genug Platz, um da irgendwie ein Schränkchen oder irgendwie sowas hinzustellen. Das ist gar kein Problem. Und wir haben, genau. Ich habe euch doch erzählt, dass es so ein Outlet gibt. Das ist gar kein richtiges Outlet. Das war von einer anderen Kollegin gewesen. Irgendwer hat mal was von irgendeinem Outlet erzählt, wo es viele Rucksäcke und sowas gab. Keine Ahnung, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe. Auf jeden Fall gibt es ein Fachgeschäft, was irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde oder sowas von hier entfernt ist. Und da muss man einen Termin ausmachen. Und da nimmt sich dann die jeweilige Beratung eine Stunde Zeit für das Kind. Und zieht dem Kind verschiedene Ranzen an, und zwar ohne, dass das Kind sieht, was da für Motive oder sowas drauf ist, sondern da wird so ein Cape drüber gezogen. Also der Rucksack wird sozusagen verkleidet in irgendwelche, das ist dann komplett gelb einfach nur, damit das Kind entscheiden kann, welcher Rucksack fühlt sich gut an, was ist bequem, was ist vielleicht unbequem, was tut weh, was ist keine Ahnung, was, dass das Kind ganz neutral entscheiden kann, was ist gut für den Rücken und was halt eben nicht. Und wenn es das dann entschieden hat, dann geht man zu dem jeweiligen Rucksack, wo das Kind gesagt hat, hey, das ist das Angenehmste. Und dann kann das Kind sich sozusagen von diesem ausgesuchten Rucksack die ganzen Motive erstmal anschauen und dann dort eins aussuchen. Genau. Das wäre der Idealfall. Der Idealfall ist natürlich, hoffen wir, dass es bei uns auch so sein wird. Aber es kann natürlich sein, dass dem Elias dann genau davon kein Motiv gefallen würde oder whatever. Ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen schlau gemacht. Ergo Bag oder Ergo Rucksack, keine Ahnung. Das ist anscheinend sehr bekannt, beliebt. Und noch irgendeine Marke, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Ich habe mir aber alles aufgeschrieben. Genau. Und genau, das ist so der neue. Bei uns war es ja früher immer dieser Scout-Ranzen. War das Scout? Nein. Oh Gott, Leute, ich habe gerade keine Ahnung mit den Namen. Ich bin namensblöd vom Feinsten, gell? Ich brauche immer voll lange, bis ich mir Namen merken kann. Auf jeden Fall werden wir da jetzt einen Termin machen und dann mit dem Dias hinfahren und dann werden wir uns da dann den richtigen, passenden Ranzen raussuchen. Genau, das ist der Plan. Steht auch auf meiner To-Do-Liste. So, ich höre mal auf zu quatschen, gehe mal rein und werde jetzt erstmal was frühstücken, schauen, was Lara macht, ob sie wieder eingeschlafen ist. Die ist nämlich kurz bevor ich gegangen bin, hat sie gerade getrunken und eine Pampi gemacht bekommen von meinem Mann. Und normalerweise schläft sie dann immer noch mal bis um 10, aber ich habe gesagt, sie ist momentan so lala. Deswegen gehe ich jetzt mal schauen, wie es gerade ausschaut. Genau. Ja, ihr Lieben, ich melde mich später wieder. So, mittlerweile ist einiges an Zeit vergangen. Baby Lara ist hier gerade unterm Spielebogen und hat jetzt hier die ganze Zeit mitgespielt und jetzt guckt sie sich aber bisher die Lichter oben an. Und ich bin hier am Videoschneiden, meine Liste abzuarbeiten. Ich habe jetzt gerade mal zwei Pomelo gegessen. Wir haben auch mittlerweile 11:30 Uhr. Genau. Ich habe hier einiges gemacht. Ich habe hier eine Retoure fertig gemacht. Da musste ich extra was ausdrucken. Ich war duschen gewesen, habe mich umgezogen, ready gemacht. Mittlerweile läuft die zweite Maschinewäsche. Genau, ich habe gerade die schwarze Wäsche an und davor habe ich mal ein paar Kissen, Kuscheltiere, Bettschlangen und solche Geschichten, die bei den Jungs halt eben rumliegen, in die Wäsche gemacht. Genau. Und vor einer Dreiviertelstunde oder sowas
kam Lara erst runter, die hat noch gut lange geschlafen. Die ist heute Morgen so gegen 7.30 Uhr ungefähr wach geworden, hat dann getrunken und dann eben nochmal ihre 3 Stunden geschlafen. Ja, und ich habe jetzt die letzten Tage gemerkt, dass wir echt die Milchportion hochstellen müssen, weil sie ist wirklich so, jedes Mal, wenn sie trinkt, meckert sie danach und die trinkt die Flasche wirklich bis zum letzten Schluck leer und sie meckert danach noch. Also man merkt richtig, dass sie danach noch Hunger hat. Und ich habe ihr jedes Mal dann nochmal die Hälfte der Portion gemacht und die trinkt sie auch komplett leer. Also sie ist wirklich jetzt, daran merkt man dann, okay, man kann die nächste Stufe sozusagen angehen. Ja, ich bin gerade dabei, meinen heutigen Vlog zu schneiden. Das habe ich gestern nämlich nicht mehr zu Ende gemacht. Das mache ich jetzt gerade. Und dann richte ich mich im Prinzip nach ihr, je nachdem, wie sie drauf ist. Aktuell ist sie noch sehr gechillt. Aber mal gucken, ob sich das ändert oder ob das so bleibt. Ich habe heute Morgen auch schon einige E-Mails beantwortet und verschiedene Anrufe getätigt. Ich hatte nämlich noch Fragen wegen der Nachmittagsbetreuung von der Schule. Da müssen wir so viel Papierkrams geben und ich hatte noch 2 Fragen gehabt. Genau. Und jetzt ist alles beantwortet und alles ist fertig. Dann habe ich auch im Pfarrerbüro angerufen, aber die Frau, die mir da Info geben kann wegen der Taufe, die ist leider nicht da. Die ist morgen wieder erreichbar. Genau, mit der muss ich auch mal schreiben, dass wir ja nämlich einen festen Termin ausmachen und was die alles für Unterlagen und so weiter auch von uns brauchen. Genau. Was habe ich noch gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Irgendwas habe ich noch gemacht. Aber verschiedene E-Mails, Telefonate eben geführt und so weiter und so fort. Deswegen bin ich jetzt erst beim Vlog sozusagen angekommen. Ja, deswegen, ich mache hier mal weiter. So, Lara schläft mittlerweile wieder. Wir haben 1:25. Ich will mir überlegen, was ich essen soll. Wir haben noch diese Hackfleischbällchen da, aber das sind so 2 Portionen, die würde ich meinem Mann und meiner Schwester überlassen. Deswegen gucke ich mal, was ich essen könnte. Ich weiß es gerade noch nicht. Ich habe gerade einmal hier unten durchgesaugt. Jetzt muss ich noch wischen. Dann habe ich gerade oben die Wäsche verräumt, weil ich habe Lara ihre Wäsche gestern gewaschen und die ist einmal jetzt im Schrank drin verräumt. Genau, da waren auch ein paar kleine Größen noch mit dabei, die habe ich jetzt auch aussortiert. Dann habe ich gerade den Trockner, die 2. Runde angemacht. Die schwarze Wäsche ist jetzt fertig, die kommt jetzt gleich in den Trockner, wenn der Trockner fertig ist. Und ich habe gerade meine Hausschuhe mal in die Waschmaschine geschmissen. Ich mache das immer wieder, gerade bei diesen dicken Hausschuhen, wo man auch immer mal wieder schwitzt oder so. Ich habe das Gefühl, die sind irgendwann auch nicht mehr so nice. Deswegen schmeiße ich die regelmäßig in die Waschmaschine für 15 Minuten, aber nur so ein Kurzprogramm, dass die einfach kurz ein bisschen durchgefresht werden sozusagen. Genau. Ich habe gerade Klamotten schon runtergeholt. Wenn sie wach wird, werde ich sie mal umziehen. Macht eigentlich schon gar nicht mehr so viel Sinn um diese Uhrzeit, aber egal. ja, mein Video habe ich fertig. Meine E-Mails sind aktuell abgearbeitet gewesen zumindest. Ich weiß nicht, ob jetzt schon wieder welche reingekommen sind. Ja, jetzt weiß ich gar nicht, was mache ich als nächstes. Ich denke mal schnell durchwischen. Hier sind nämlich so ein paar Flecken. Muss auf jeden Fall mal durchgehen. So, Lara und ich sind jetzt ein bisschen in Anführungszeichen spazieren gewesen. Wir sind jetzt dann noch mal kurz zum Deichmann rein. Der Lias braucht ganz, ganz, ganz dringend neue Hausschuhe. Die vom Kindergarten, die sind echt richtig durch. Ich habe jetzt welche gefunden und jetzt sind wir gerade auf dem Weg, die Jungs vom Kindergarten abzuholen. So, Babybespeisung mal 2. Wir sind jetzt wieder daheim. Die Jungs spielen draußen im Garten. Die 2 Mädels liegen hier. Ja, und gucken sich den Spielbogen an. So, ein kleiner Rossmann-Haul. Meine Schwester und ich waren spontan bei Rossmann gewesen, schon ewig nicht mehr da gewesen. Aber ich hatte hier eine Box, die ich abholen konnte. Die gab es zur Geburt in der App und die war auch nur noch bis Ende des Monats gültig. Deswegen musste ich die abholen und meine Schwester hatte auch noch Gutscheine. Deswegen, ja, ich habe hier einmal
oder beziehungsweise zweimal die Anti-Reflux-Nahrung mitgenommen. Bei Rossmann gibt es ja immer die 10% über die App, deswegen dachte ich mir, ich nehme mal ein bisschen was mit. Mein Mann hat mir den Auftrag gegeben, ich soll ihm seine Nivea Bodycreme mitbringen. Das ist die, die er immer benutzt. Dann habe ich hier einmal Müllbeutel mitgenommen mit Zitrusduft. Die sind uns fast leer und die waren gerade im Angebot für 99 Cent. Dann habe ich ja eine große DM-Bestellung gemacht und da gab es diese WC-Ente frische Siegel, gab es aktuell nicht in dieser Flower-Version. Die ist richtig, richtig nice. Ich mag die ja super, super gerne. Und deswegen habe ich sie jetzt dort gekauft. Und das habe ich euch auch im letzten DM-Haul gezeigt. Ich habe es jetzt nochmal mitgenommen, weil das gerade im Angebot gewesen ist. Deswegen ist es eigentlich nur mitgekommen. Und das hier ist etwas, was ich jetzt noch nicht getestet habe. Und zwar sind das Tücher, trockene Tücher für den Wäschetrockner mit so Blütenduft. Und die sind halt voll günstig gewesen. Ich glaube, die haben 1,49 Euro oder sowas gekostet. Ich gucke gerade auf den Kassenzettel. Ja, 1,49 Euro. Und ich kaufe ja sonst immer die von Lenore und die sind halt echt bei weitem teurer. Deswegen, ich will die unbedingt benutzen bzw. mal testen. Meine Schwester hat die auch mitgenommen. Und dann gebe ich euch mal ein Feedback dazu. Und wenn sich das lohnt, dann werde ich die ab sofort kaufen. Dann habe ich jeweils zweimal diese Schleckerlis hier für Miami mitgenommen. Die liebt es über Trockenfutter. Perfekt in zwei verschiedenen oder beziehungsweise es sind zwei Geschmacksrichtungen jeweils drin. Genau, habe ich 4 Packungen mitgenommen. Und dann eben hier diese kleine Wunderbox. Es gibt ja am Anfang der Schwangerschaft, wenn man sich registriert bei der App und die Schwangerschaft ankündigt bzw. anmeldet, dann kriegt man ja schon so eine andere Box. Und bei der Geburt kriegt man eben jetzt diese hier. Ich zeige euch schnell, was da drin ist. Ich habe schon alles ausgepackt. Und zwar einmal von Rotbäckchen das Mamasaft, also Eisen Plus, extra für die Schwangerschaft und Stillzeit. Dann eine große Packung, 80 Tücher, extra sensitiv Feuchttücher. Mag ich sehr gerne, weil dieser Verschluss mit dabei ist. Finde ich richtig, richtig nice. Und Feuchttücher gehen natürlich immer. Dann war hier dieser Esel drin, richtig, richtig süß. Den haben wir tatsächlich schon zweimal, wobei der damals noch ein bisschen kleiner war und noch nicht so dick. Also der ist irgendwie ein bisschen hochwertiger geworden mit den Jahren. Also richtig, richtig süß zum Kuscheln einfach. Dann ist hier zweimal, sind hier Proben drin von Sebamed. Kinder und Baby, einmal Pflegelotion und einmal für Haut und Haare so eine Waschlotion. Das ist perfekt, gerade wenn man in den Schwimmbad oder sowas geht, ist das perfekt zu mitnehmen. Sind hier Probewindeln drin in der Größe 2. Das ist ja das, was sie gerade trägt. Deswegen werde ich direkt auspacken und jetzt hier unten dann hinstellen. Dann ist hier von Veleda Baby eine Wundschutzcreme drin. Mag ich auch ganz gerne. Calendula ist hier drin, also richtig, richtig nice. Dann 5 Windelbeutel, die sind auch perfekt, habe ich für unterwegs immer mit dabei. Dann sind hier so Milchbeutel mit drin, die sind auch sehr, sehr cool, werde ich weitergeben. Und dann gibt es hier auch noch ein paar Prospekte zum Durchlesen, richtig süß. Ja, und das gab es einmal gratis. Ich bin gerade bei meiner Schwester und ich habe ein neues Update auf dem Handy und es gibt irgendwie eine neue Aufnahmefunktion, die nennt sich Kino, dass man irgendwie scharf gestellt wird und alles drumherum wird ja so verschwommen angezeigt. Ich weiß nicht, wie das aussieht, gerade wenn ich dann zum Beispiel vlogge und unterwegs bin, wäre das voll nice, wenn neben mir alles dann nicht scharf ist sozusagen, dass ich nicht irgendwie irgendjemanden wegretuschieren muss oder wegschneiden muss oder sowas, wäre ganz cool. Was machst du denn da, Baby? Was machst du, hä? Ja. oh, wir haben gerade die Nachrichten geschaut und heute Nacht bzw. morgen den ganzen Tag soll es extremes Wetterchaos geben, also mit ganz, ganz, ganz krassen Glatteis, viel Schnee und extreme Kälte und extrem viel Eis vor allen Dingen, weil irgendwie vom Norden kommt ganz viel Kaltluft und vom Süden Warmluft und es trifft sich irgendwie gefühlt in Deutschland und dann gibt es hier Wetterchaos. Hier gibt's Wetterchaos, ja. Die haben gesagt, vermeiden, morgen rauszugehen, also irgendwie irgendwo hinzufahren oder sowas. Man soll wirklich mit vielen, vielen Verkehrsausfällen rechnen, weil dieses ganze Eis sich auch auf den Masten überall absetzt. Also sie haben auch gesagt, mit Stromausfällen kann auch passieren und so weiter. Ja. Und ja, vorsichtig sein, wenn man raus muss, weil das ganze Eis sich halt auch an den Bäumen absetzt und dann halt was runterfallen kann und so weiter und so fort. Also Glatteis extrem, man soll aufpassen beim Laufen und so. Also die haben schon gerade echt richtig Panik gemacht nach dem Motto, bleibt zu Hause und bewegt euch nicht nach draußen.
Ja, mal gucken, was die morgen früh vielleicht über die Kids-App schreiben wegen Kindergarten. Ich weiß es jetzt nicht. Also wenn ich jetzt wissen würde, ich müsste mit dem Auto oder mit den Öffentlichen losfahren und erstmal irgendwie eine halbe Stunde oder sowas irgendwo hinfahren, dann würde ich die Kinder zu Hause lassen. Aber wir sind ja 2 Minuten vom Kindergarten entfernt. Deswegen, we will see. Keine Ahnung, mal gucken. Ansonsten bleiben wir morgen alle zu Hause. Normalerweise wäre nämlich mein Mann morgen nach Frankfurt gefahren ins Büro und die haben auch schon alle gesagt, so nö, die bleiben alle daheim. Morgen ist ganz normal Homeoffice-Tag und die treffen sich dann, also machen diesen Bürotag irgendwann nächste Woche. Die Kleine ist die ganze Zeit am Quatschen mittlerweile. Sie hat die ganze Zeit immer gequatscht und Laute von sich gegeben und mittlerweile, wenn sie quatscht, macht sie nur noch und spuckt sich die ganze Zeit voll. Wir waren ja beim Rossmann, da hat meine Schwester jetzt diese Creme hier geholt. Von, na, wird es jetzt, ah, so wird es dann, okay, wenn ich so zeige, es ist so ein bisschen verschwommen, gell? Ja, ich weiß noch nicht, wie ich diese Kinofunktion finde, mal gucken. Von Veleda Baby, Zauberbalsam, das soll extra für trockene Hautstellen sein und soll schützend sein mit Calendula. Und durch diese ganze Sauerei hat sie so ein paar trockene Hautstellen und das kann man damit hoffentlich beheben. Also die Creme war auch echt teuer, die hat irgendwie 8 Euro oder sowas gekostet. Ja, du! Ja, ich chill gerade noch ein bisschen hier. Die Jungs sind mittlerweile schon im Bett. Lara ist drüben am Schlafen. Mein Mann ist auch noch gerade ein bisschen was am PC machen. Ich gehe aber gleich wieder rüber. Und dann setze ich mich auch mal gechillt auf die Couch und genieße noch den Abend. Mal gucken, was wir uns anschauen. Und dann bin ich mal gespannt auf den morgigen Tag oder auch auf übermorgen. Die haben gesagt, das geht auch so ein bisschen in den Donnerstag mit rein. Und am Donnerstag wollten wir eigentlich zu meiner Schwägerin fahren und uns alle treffen. Mal gucken, ob das was wird, weil natürlich mit dem Auto fahren und dann mit den 2 Babys. Bei dem Wetter muss man das nicht unbedingt irgendwie... Keine gute Idee wahrscheinlich, gell? Aber wir gucken uns an, wie das Wetter am Donnerstag ist und machen das dann spontan. Genau. Ja, ihr Lieben, ich wollte mich eigentlich nur mal kurz verabschieden. Was ist das hier eigentlich für eine Strähne, Herr Mimmel? Ich wollte mich kurz verabschieden und mal diese neue Funktion testen. Beim Schneiden werde ich dann sehen, ob das top oder flop ist. We will see. I don't know. Und dann hören und sehen wir uns morgen wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.